Kommentator. Guter Ball. Wagnermann. Thomas. Thomas! Stuttgart führt! Thiago Thomas. Die personelle Rochade von Sebastian Hoeneß geht auf. Und Trapp müssen wir noch mal gucken, der hat spekuliert. Weil er die kurze Ecke aufmacht. 18 nochmal drauf. Wagnermann, das ist ein klasse Zuspiel. Thomas, vergessen Sie. Trapp macht die kurze Ecke auf. Antons Ball, erste Sahne. Wagnermann kriegt den Schlüssel fertig. Dann kommt Thomas mit. Also ein Angriff, der einer klaren Choreografie folgt. Trifft ihn perfekt. Aber Trapp machte ihm einen Angriff. Sie kommen zurück. 51. Minute. Kolomoani, Wegbereiter dieses Treffers. Stuttgart deutlich zu passiv in der Phase. Kolomoani mit Übersicht und Dika. Gucken wir nochmal. Augen zu und doof irgendwie. Einfach mit Rums durch die Mitte. Tuta. Kamada. Kamada! 1:2! Eintracht Frankfurt dreht das Spiel. Und auf einmal die Adler im Anflug auf Berlin. Weil wir vorhin über den Torinstinkt von Kamada, der irgendwie verschütt gegangen ist, gesprochen haben. Hier setzt er sich durch, dann zieht er in die Mitte und Bredlo ist auf dem falschen Fuß. Der sieht auch nicht unhaltbar. Koulibaly. Und jetzt Kamada. Kolomoani ist links. Kolomoani gegen Bredlo. Kolomoani, es gibt Elfmeter und Gelb. Dem VfB Stuttgart fliegt ein eigener Freistoß um die Ohren. Reto will zum Ball, Gelb ist okay, Elfmeter ist unstrittig. Es ist ein Foul, es ist ein Elfmeter. Und Gelb ist ausreichend. Und Glasner sieht es ein, weil es ihm der Bart Stübner sofort erklärt, der vierte Offizielle. Randall Kolomoani gegen Fabian Bredlo. Kolomoani fünfmal erfolgreich im Pokal. Top-Torjäger bis hierhin mit Werner im Pokal. Er kann sich zum alleinigen Spitzenreiter machen. Bredlo hat noch was. Da hat er was gefunden.
Da lag was. So, jetzt alles sauber. Kolo Muani gegen Bretlo. Kolo Muani! 1:3. Sosa. Silas. Carasso. Milo! Stuttgart ist zurück im Geschäft. Carasso mit Milo, Milo mit Girassi. Silas da möglicherweise im Blickfeld und abseits. Erster Eindruck, gleiche Höhe. Es wird sicherlich überprüft. Also, dass Trapp nichts sieht, ist klar. Sebe noch abgefälscht. Für Kolo Muani wird noch überprüft.